Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lollipop Chainsaw. Ja, mit neuem Outfit. So, Ash William heißt sie, glaube ich, von Evil Dead. Ist, glaube ich, eine Filmreihe. Oh Gott, bin mir leider nicht sicher. We have to make it to the top without running into anything. I hope those dudes below aren't looking at my pink butt. Ja. Okay, das war super Auftakt. Are you ready? Start. Ich schieß einfach auf alles. Weil, ja, einfach schlecht bin. Ich weiß, wenn man es schafft, ohne zu schießen, dann kriegt man eine Trophäe, aber das riskiere ich gar nicht erst. Ist mir jetzt hier schon alles viel zu knapp. Ah, okay, das ging gerade zu. Nein! Was ist das denn? Zweimal. Es hilft nicht gerade beim Score am Ende. Jeez, we have to make it to the top without running into anything. I hope those dudes below aren't looking at my pink butt. If we fall, we're screwed. We're just gonna have to keep going up. Ich werde dich immer lieben. Are you ready? Start. Oh man. Jeez. Vor allen Dingen diese hässliche Anzeige da oben irritiert und stört. Natürlich bin ich trotzdem schlecht. Das ändert an dem Fakt nichts, aber trotzdem. Oh oh. Oh Mann. Wenn ich dieses Minispiel jetzt schon hasse. Gut, da hätte ich schießen können. Ja. Piu, piu, piu. Ha! Zerstört. Ach so. Ah. Okay. Okay, ich kann auch diese blauen Dinger da zerschießen. Okay, alles kein Ding. Gut, zerschießen macht keinen Sinn, aber ich kann ja Gott sei Dank stehen bleiben. Piu, piu. Gut, dann nicht. Ach so, ja. Ja, das war jetzt doof, das wäre ich fast gestorben. Na komm schon. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll, ohne irgendwas zu zerschießen. Echt, also, das soll man mir zeigen. Guck ich nachher auf YouTube nach, das interessiert mich einfach zu sehr. Das schaffen ohne zu schießen, boah, nee. Nein! Ja, ja. Gott sei Dank. Blödes Minispiel. Mann. Mein schöner Score. Oh, wie ärgerlich. Naja, egal. Das wird schon. Das hau ich wieder raus irgendwann. Da können wir nicht längs kaufen hätte, oder können wir doch, achso, ja. Was kaufen hätte eh keinen Sinn, da ich alles habe. Ups, falscher Knopf. Geld, Geld. Hinter mir noch was? Nein, einmal das Outfit zeigen. Ich finde es sehr irritierend, also an den goldenen Afro hatte ich mich ja gewöhnt, aber jetzt mit den kurzen dunklen Haaren, ungewohnt. Mal sehen. Ist ja jetzt auch eigentlich nur für diesen ein Part hier. Okay, es ist kein wichtiger Anruf, sonst wäre sie ja angegangen. Die anderen muss ich mir auch nochmal angucken. Also ich kenne jetzt auch nur die, wo sie direkt rangeht. Weil mich der Rest bis jetzt noch nicht so angesprochen hat. Dance Planet, okay. Jetzt schon Endboss-Time oder was? Meinten ja, sie treffen sich auf dem Dach. Aber eigentlich ein ganz kurzer Part. Na gut, der Bosskampf, der kann ja noch wieder dauern, aber generell war die Stage jetzt nicht so groß. Na, Simos.
hätte den Afro behalten sollen, das passte besser. You're the one from the phone. Give me back my sister. What's the matter, baby? Didn't you like our phone SEXXX? That's a pity. Dude, give us Rosalind now. And quit making fun of Stephen Hawking. He's a great man, you perv. I'm the pervert? You the one with a head hanging from your head. Hey. I already told you, girlie. If you want to win your sister back, you have to play the game. Eight Foot Pulse of Cocaine. Das war jetzt das Einzige, was ich lesen konnte. Einfach nur, weil es fett gedruckt war. Schieß einfach mal. Ja. Ich denke... du schießt mit einem Laser aus deiner Gitarre. Oder wie auch immer man das Ding nennt, wenn da ein Keyboard mit dran ist. Ich glaube, du hast ganz andere Probleme. Und du bist untot, hallo? Also, Autsch. Eigentlich Fokus mal ab. Ach nein. Ach, da sind noch welche drauf, das fällt mir jetzt erst auf. Oh. Da ganz schön Stress auf. Cool, Pixelbomben. Munition. Ach so, ach, da hätte ich noch gar nicht blastern müssen. Huh. Ich denke mal, es ist einfacher, ne? Hier weiß ich sogar, wie man die Boss-Trophäe bekommt. Muss man in den letzten 10, 20 Sekunden, glaube ich, besiegen. Aber das traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht nochmal. Ich weiß, einmal Game Over mehr oder weniger macht jetzt auch keinen Sinn, keinen Unterschied mehr, aber muss es ja nicht drauf anlegen. Hey, lass mir deinen Pixelbomb mit Ruhe. Ja, ja, das ist mir egal. Wäre schön, wofür ich hätte Pixelbomben. Oh. Das macht ganz schön wenig Schaden. Hallo? Ah. Desorientiert. Ah, komm schon. Ich bin wenigstens ein bisschen. Oh. Na komm schon, komm. Stand unterm UFO, okay. Och, ich habe keine Munition mehr. Oh, das muss ich ja warten. Oder ich drück den richtigen Angriffsknopf. Ah, ja. Okay, dann eben so. Abfertigen. Abgefrühstückt. Zack. Zack, da fliegt sie davon. Und Dad hält sich an der Kuppel fest. I'm in space. Oh. I just identified an unidentified flying object and we're freaking standing on it. UFO? Da, wie nennt man ein UFO, wenn man es bereits als UFO identifiziert hat? IFO? Hm, ja. Nein, Gag. Du stellst schon manchmal Fragen ans Leben. Ich glaube, da muss man in den letzten 10, 20 Sekunden zerstören und dann ihn angreifen. Dann gibt es eine Trophäe. Ich weiß ja nicht, ob es 10 oder 20 waren. Und das Ganze traue ich mich nicht und mache das dann extra, wenn ich die Stage 48 mal oder so wiederhole. Ja, wie ist denn? Boah. Na komm, futtern, Lolli.
Und zack. Und ja. Abgefrühstückt, ne? Warum hinauszögern, wenn es auch so geht? Nicktickets können dir aus aussichtslosen Situationen helfen. Wichtiger Hinweis. Disco ist tot. Ja, sehe ich auch. Hey, you promised you'd give her back if we won. You trusted what I said? I'm a mother freaking zombie. Drop the chainsaw now, ho. Hey, baby. For me. Destroy them all. Destroy all humans. Looks like you're out of coins, weird voice guy. Dass sich immer alles wunderbar in der Mitte teilen muss, ne? Ja. Kurzer Bosskampf. Mein Gott, ich bin noch so gut, obwohl ich so oft gestorben bin. Ja, Funk ist tot. Ich finde, das war eine extremst kurze Stage. Also noch kürzer als der Rest. Das soll was heißen, die sind ja generell jetzt nicht so lang. Bosskampf war einfach. Einzige Herausforderung ist dann, diese zweite Boss-Trophäe zu holen. Und das Minispiel, okay, das war... Ja, wie man das schaffen sollte, ohne getroffen zu werden, beziehungsweise ohne zu schießen, das muss ich mir gleich auf YouTube angucken. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.